Sehr gut, dann können wir uns gleich mal eine neue Mission holen. Was haben wir hier? Forschung. Globaler Betrieb, 2 Gegenstände verfügbar. Was haben wir hier noch? Irgendwas? Ne, Moment, das ist hier globaler Betrieb. Nein. Manchmal sieht man das ein bisschen. Kostenreduktion für Futterstation 2.0. Kostet uns allerdings 5,9 Millionen, das zu erforschen. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Sollen wir das machen? Ja, komm. Egal. Die Kostenreduktion ist dann, glaube ich, schon ganz gut. Oh, zieht ein Sturm auf. Wir machen mal die Schutzräume auf. Und dann sollten wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir einen weiteren Schutzraum bauen, weil ich glaube, hier oben, ja, hier brauchen wir definitiv noch einen neuen Schutzraum. Und da ziehen wir den am besten direkt mal hin. Und ziehen dann hier nochmal einen kleinen Weg ein. Sehr schön. So. Ein weiterer Auftrag. Sie können ihn sicher ansehen, oder? Ja, Sichtbarkeit von Dinosauriern 95% erhöhen, schaffen wir. Das sollte relativ easy machbar sein gleich. Sobald der Turm hier repariert ist. Dann haben wir wieder eine höhere Sichtbarkeit. Da gehe ich fest von aus. Schauen wir mal eben, was die Dinosaurier-Sichtbarkeit grundsätzlich sagt. 81%. Das wird wahrscheinlich gleich nochmal wieder ein bisschen hochgehen. Nach dem Sturm zumindest. So. Jetzt dürfen die alle wieder raus hier. Raus mit euch. Der Sturm ist vorbei. Ihr dürft euch wieder beruhigen. Schaut euch weiter die Dinos an. Die Einschienenbahn, da können wir auch selber mitfahren. Das heißt, wir können uns jetzt hier mal die Ansicht anzeigen. Ja, normalerweise. Also gut, jetzt fährt sie gerade nicht. Aber ja, wir warten einmal kurz, bis sie losfährt. Ich dachte eigentlich, dass wir die Dinosaurier-Sichtbarkeit relativ schnell auf 95% jetzt gleich wieder hochkriegen. Das dauert wohl noch einen kleinen Moment. Normalerweise sollten wir eigentlich mit den Aussichtsplattformen und Punkten, die wir haben, eigentlich die Sichtbarkeit relativ gut hochkriegen. So, jetzt fahren wir los. Das ist die einzige Ansicht, die wir jetzt hier haben. Besser als nichts. Und die Dinosaurierbedrohung, schauen wir doch mal. Erstmal mit der Bahn hier kurz fahren. Ne? Und hier sieht man jetzt hier auch nochmal einige der Dinos. Sogar ziemlich viel, um ehrlich zu sein. Und hier jetzt natürlich auch. Na. Gute Entscheidung, diese was habe ich gesagt? Haben wir geschafft, die Sichtbarkeit. Danke. Die Dinosaurierbedrohung hat sich auch erledigt. Wahrscheinlich wurde irgendwie unser Ranger-Fahrzeug angegriffen oder so. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Gut, wir haben ja gesagt, das Gehege hier ist schon relativ voll. Dann würde ich mich mal einfach um den Bereich hier oben mal kümmern. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier die Bäume entfernen. Und ich würde sagen, wir holen uns da mal so ein paar größere mit rein. Wobei, die sind meistens ziemlich teuer. Das heißt, vielleicht müssen wir erstmal... Ja, wir schauen mal, was wir gleich in der Auswahl so Schönes haben. So, dann legen wir auch das Wasser hier direkt mal, dass wir alles brach legen hier einmal kurz. So, damit wir hier ein bisschen Luft haben. Das Gute ist, die Besucher im Hotel können dann eben auch hier nochmal auf das neue Gehege drüber schauen. Das ist natürlich dann auch eine feine, schöne Sache. Wir glätten wieder alles hier, zumindest so gut es geht. Wir brauchen dann hier auch wieder... ein Hammond-Entwicklungslabor. Theoretisch brauchen wir es nicht überall. Wobei jetzt ist der Blick hier dann versperrt auf die Dinos. Das heißt, wir können das eigentlich hier hinten hin platzieren. An der Stelle hier. Weil die Leute vom Hotel sollen ja ein bisschen was sehen auch. Vergessen Sie nicht, ja, die Wissenschaft. Spielhalle. Alles klar. Machen wir. Und dieser Auftrag hilft mir, unsere Forschung voranzutreiben. Wenn Sie ihn annehmen, bekommen wir beide, was wir wollen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Wege hier nochmal ein bisschen glätten. Die Dinosaurier am Leben. Die Anlage selbst ist eine Art Organismus. Sie muss wachsen. Ja, ja, wir kümmern uns ja gerade darum, dass die Anlage hier wächst. Ja, also, da sind wir ja schon dabei. Der neue Weg soll natürlich hier auch platziert werden.
zum Forschungslabor. Strom brauchen wir an der Stelle auch. Auch den hacken wir doch da jetzt mal hin. Mal gucken, wo wir dann die Strommasten. Ach, da auf der anderen Seite haben wir ihn platziert. So. Damit die Anlage jetzt hier auch Strom hat. Und dann können wir eigentlich jetzt hier, ich würde sogar den. Ja, wir wollen ja ein paar größere Dinos dahin platzieren. Und hier könnten wir auch eine Gyrosphäre dann bauen. Das heißt, dass da die Besucher auch durchfahren können. Und die Dinos direkt aus nächster Nähe betrachten können. So, warum haben wir jetzt keinen Strom an der Stelle? Ich meine, die Elektrozäune kosten natürlich auch ein bisschen was an Geld. An Strom. Geld kosten sie auch. So, verbesserte Leistung. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft, aber ich glaube, wir können dann hier beim mittleren Kraftwerk gleich nochmal weitere Upgrades reinpacken. Dann haben wir hier das Gehege. Dann brauchen wir natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, dass die Besucher ein bisschen was sehen können. Das heißt, wir bauen uns einmal an der Stelle hier so eine Beobachtungsplattform. Dann wollen wir natürlich auch noch eine Gyrostation hier hinpacken. Das heißt, die lassen wir von dort aus starten. Und dann fahren die hier einmal so ein bisschen ums Gehege rum. Kann ich auch hier. Ah, man kann die sogar. Okay, das ist natürlich nice. Wir lassen sie auch noch durchs andere Gehege durchfahren. Eine coole Idee. Okay. Dann schicken wir sie hier einfach weiter. Und ich meine, wenn wir die Möglichkeit schon haben, dann lassen wir sie auch direkt zu den Fleischfressern rein. Würde ich sagen. Na, warum nicht? Natürlich jetzt nicht. Nicht so einfach bauen. Muss ich kurz mal gucken. Reiß mir das Stück Weg hier nochmal ab. Ich würde die Strecke gerne bearbeiten, bitte. Route bearbeiten. Da. So, dann. Schauen wir mal. Jetzt passt es. Lassen wir hier außen rumfahren. Hier so ein bisschen durch den Wald durch. Dann geht es hier. Naja gut, der Wald wird dann einfach abgerissen. Hier zurück. Alter, das ist eine geile Strecke. Ich hoffe, da freuen sich die Besucher. Ja, Metalizer aus dem Off hier quasi. Ich bin gerade im Videoschnitt. Würdet ihr denn mit der Gyrosphärenbahn oder mit der Gyrosphäre mitfahren? Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn nicht, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare und sagt mir, warum ihr nicht mitfahren würdet. So, jetzt aber weiterhin viel Spaß mit dem Video. Zusätzlich wollte ich aber auch noch hier eine Besucherplattform hinplatzieren. Und dann ist natürlich auch schon klar, wo wir dann jetzt gleich das Wasser schon mal hinplatzieren. Und zwar wird das dann hier in diesem Bereich sein. So. Und gleiches gilt natürlich dann auch für das Futter. Wir holen uns hier wieder einen Pflanzenfresser rein. Das heißt, wir haben hier einmal so um das Wasser herum drei Futterstationen hier. Wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Wald. Den packen wir hier oben hin. Dann könnte ich hier nochmal in der Gyrosphäre so ein bisschen durchfahren durch diesen kleinen Wald hier. Und vielleicht sieht man da nochmal den einen oder anderen Dino dann. Und das sieht auch ganz nett aus. Und jetzt gucken wir, was wir uns hier mal
ausbrüten lassen können. So, was haben wir denn hier? Ja, Krichtonsaurus, der klingt doch ganz gut. Ich glaube, den hatten wir auch bisher noch gar nicht. Was sagt denn das Genom? Sieht soweit auch alles ganz gut aus. Also wir lassen standardmäßig das drin. Und dann brüten wir einfach mal. Dann machen wir einmal nochmal die Brutstättenkapazität einmal ein bisschen nach oben. Und dann nochmal das Tempo auch nochmal. Einmal Tempo. Zweifach rauf. So. Man muss schon mal zwei auf jeden Fall davon. Und dann Gigant Spinosaurus. Da können wir auch noch mal kurz mal gucken. Setzen wir das Genom einfach wieder mal zurück. Und der ideale soziale Gruppe 4 bis 10. Ja, dann brüten wir doch einfach da nochmal welche aus. Und die Geosphäre fährt auch schon. 122 von 23 Gästen haben wir aktuell da drin. Und warum können wir denn zweimal fahren? Wir können natürlich auch selber fahren. Ich glaube, hier ist einfach nur mitfahren. Ne? Naja, hier ist einfach nur mitfahren. Nice. Oh, wir haben einen Dinosaurier, der fertig ist. Den holen wir gleich mal raus. Wir machen mal eben kurz die Tour hier nochmal. Oh, jetzt räumen wir hier durch. Zack. Und sind bei den Fleischfressern. Uiuiui. Hallo, ihr kleinen Dailos. Na? Bitte nicht mich fressen. Der Name Baryonyx bedeutet schwere Klaue. Oh. Und leitet sich von seiner riesigen Klaue auf dem ersten Finger ab. Er kann sehr aggressiv sein. Ja. Er kann wirklich sehr aggressiv sein. Das ist nice, dass wir Informationen kriegen, während wir hier mitfahren, ne? Das ist schön gemacht. Kommt. Ach, da kommt gerade das neue Futter raus. Alles klar. Ja. Die Tour geht jetzt ja hier nochmal um die Ecke rum. Da brauchen wir jetzt nicht bis zum Ende durchfahren, aber es ist schon ziemlich nice gemacht. Wir werden da bestimmt nochmal eine ganze Tour durch die einzelnen Gehege im Vollen machen. So, dann lassen wir den hier mal raus. Oh, schöne Keule. Gruppe 1 bis 5. Okay. Das klingt doch schon mal ganz gut. Dann lassen wir den hier auch nochmal raus. Und den Gigant Spinosaurus lassen wir auch nochmal direkt frei. Hallo. Ja, der freut sich, dass er da ist, ne? Denke ich zumindest. Ja, der braucht auf jeden Fall noch mal ein bisschen weitere Gesellschaft. Die holen wir doch mal direkt jetzt dazu. Ach so. Ja, wir haben gerade keinen Strom. Gut, der Strom kommt gleich zurück. Ja, und die fressen hier. Und trinken erstmal, ne? Ja, auf Wassersuche. Ja, es gibt natürlich auch noch einen neuen Aufnahmemodus. Auch da können wir dann
nochmal Fotos machen und zum Beispiel auch ran- und rauszoomen. Auch noch immer noch weiter nach oben, nach unten gehen. Nach unten einmal. Bitte. Sehr gut. Und wir können natürlich auch hier jetzt nochmal die Zeit langsamer, normal und pausiert machen. Also gerade wenn man eine gute Aufnahme braucht oder möchte, kann man natürlich dann hier ein bisschen mit der Zeit spielen. Wenn man zum Beispiel die passende Aufnahme hat, dann kann man hier einfach mit C das User Interface verstecken und dann macht man seinen Screenshot. Ja, man kann es ja hier frei bewegen. Und einfach mal schauen, was denn hier im Park gerade so los ist. Hier ist zum Beispiel gerade das Ranger-Team, was dabei ist, hier das Futter aufzufüllen. Wo ist denn unser Baryonyx? Oh oh.